Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu WRC Generations hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wie angekündigt, schauen wir uns heute mal die Controller-Steuerung an. Also ich bin nicht mit meinem Lenkrad unterwegs, sondern wirklich ganz klassisch mit meinem Xbox-Controller. Die letzten WRC-Teile waren ja eigentlich immer sehr, sehr gut damit steuerbar. Ich denke auch mal nicht, dass sich das mit Generations verändert hat, aber besser kontrollieren wir das Ganze mal, bevor wir das einfach nur so annehmen. So, wir gehen rein. Ich habe mich jetzt einfach mal für die 2022er Rallye Croatia bzw. Kroatien entschieden. Also auch wieder eine Asphalt-Rallye. Und ja, machen jetzt gleich den Shakedown. Ich hätte jetzt gesagt, wir nehmen auch mal die WRC 2, also nicht die ganz normale WRC, also nicht das Ganze mit Hybrid und so weiter und so fort, sondern einfach ganz klassisch. Hier steht auch nochmal da, 1,6 Liter Turbo, 280 PS und entscheiden uns jetzt aber hier kurzerhand hier für den Citroën C3 und ja, schauen wir einfach mal in erster Linie, wie sich vor allem das so mit Controller anfühlt. Interessanterweise konnte ich jetzt die adaptiven Trigger nicht aktivieren. Ich zeige das auch ganz kurz mal in den Einstellungen. Wo sind die denn? Ja. Ich könnte mir vorstellen, ne, also ihr seht jetzt recht, adaptive Trigger sind aus. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht die adaptiven Trigger gemeint sind vom PlayStation-Controller, weil das soll tatsächlich auch unterstützt werden. Ich habe jetzt meinen PlayStation-Controller nicht angeschlossen. Das kann man ja auch an den PC anschließen. Für diejenigen, die das interessiert, ja, schreibt es mal in die Kommentare. Dann, ja, checken wir das Ganze gerne auch nochmal vielleicht in einem separaten Controller-Testvideo aus. Und auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, ja, dieser Test ist jetzt einfach nur eine ganz normale Folge, wie ich jetzt die vergangenen zwei Folgen auch schon gemacht habe, nur, dass ich jetzt halt den Controller nutze. Also es ist jetzt kein klassischer, okay, was kann der Controller, was kann das Lenkrad und wo bin ich schneller und wo bin ich langsamer Test. Ja, ich finde das eh immer ein bisschen hinfällig, weil jeder ist unterschiedlich stark mit den Eingabengeräten. Ich würde mich persönlich als ziemlich starken Controllerfahrer bezeichnen. Mit dem Lenkrad, ja, finde ich jetzt auch nicht schlecht. Ha? Aber trotzdem, ist ja bei jedem anders. Deswegen, ich will euch einfach nur mein Feedback geben, wie ich das empfinde. Und wie ich es empfinde, das finden wir jetzt erstmal raus. 4, 3, 2, 1, los geht's. Rechts 5 kurz, macht zu, nicht. So, ich lasse jetzt trotzdem mal diese Ansicht mit dem Ingame-Lenkrad, zeige ich jetzt einfach mal. Wenn man da wahrscheinlich nicht viel erkennt. Also ich lenke hier zum Teil ziemlich krass ein und das bewegt sich so gut wie gar nicht. Und rechts 4 nicht schneiden. Links 4 kurz, rechts 5 kurz. Krass. Ein bisschen mehr, na gut, aber der hat halt Ingame auch nicht wirklich eine krasse Lenkwinkelanimation. Das haben wir ja mit dem Lenkrad schon festgestellt. Ja, Ersteindruck ist, also die vibrierenden Trigger vom Xbox-Controller funktionieren erstmal nicht, was ja schade ist. Wie gesagt, deswegen wäre es schon interessant, was dann der PlayStation-Controller auch irgendwo macht. Also der PlayStation 5-Controller, weil der ja auch diese adaptive Geschichte eben hat. Aber da, wie gesagt, wenn da wirklich Interesse besteht, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Aber ich denke mal, die meisten werden eben mit dem Xbox-Controller spielen. Das war ein bisschen zu schnell, ja, das haben wir jetzt gedacht, als ich dann im Hinterteil einschlage. Ja, und dann gegen den nächsten besten Fels. Das ist natürlich jetzt Masterclass, was ich hier zeige. Da kann aber der Controller nichts für. So, ich sollte mal den Kopfhörer, wenn wir eigentlich richtig auf den Kopf setzen. Ich höre nämlich gar nicht, was der eigentlich erzählt. Fährt sich aber tatsächlich sehr direkt mit dem Controller. Also die Steuerung ist, ja, nach wie vor ist die gut. Also das war in den vergangenen WRC-Teilen schon so. Da haben wir ja auch sowohl Lenkrad als auch Controller immer ein bisschen angeguckt. Aber das funktioniert ganz gut. Ich drücke das halt gut an. Kurz, ich komme gerade nicht drauf klar, welchen Gang ich verwenden soll. Deswegen schalte ich, glaube ich, viel zu viel. Und ja, ich schalte selber, auch mit Controller. Scharf rechts, leicht schneiden, Verengung in rechts 300. Ja, aber das geht voll klar. Also, das geht voll klar mit Controller. Wie gesagt, die Trigger, wenn die jetzt noch vibrieren würden, wie beim Xbox-Controller, weil das können sie, wäre es noch ganz geil fürs Feeling. Aber brauchen tut man es jetzt nicht unbedingt, würde ich jetzt behaupten. Achtung, links, rechts, 2 in rechts voll. Jetzt haben wir wieder lauter. Ja, nee, also geht voll klar, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Vielleicht testen wir einfach direkt auch mal Regen aus, ja, warum auch nicht. Machen wir doch einfach hier, zack, ja, von mir aus kann es Mittag bleiben. Machen wir einfach mal Regen, zack, zack, zack. Und dann gucken wir doch mal, wie es damit so läuft. Das sieht aber echt böse aus, jetzt schon. Ja, probieren es einfach mal, komm, let's go. 4, 3, 2.
Oh, ich weiß nicht, wo man... Nein! Wir sind unterwegs. Ja, sind wir nicht. Ich weiß nicht, wo man den Scheibenwischer anmacht. Das ist Respawn. Hier ist er. Okay. Das war jetzt natürlich schon mal ein Fail. Die Tastenbelegung habe ich jetzt nicht gecheckt, natürlich im Vorfeld. Oh ja, das ist aber ruhig. Das ist richtig rutschig. Okay. Ja. Ah, ich starte neu, komm. Das ist mir jetzt blöd, aber 3, 2, 1, los geht's. 30, rechts, 3, also sagen wir es mal so. Es ist auf jeden Fall schon echt rutschig hier im Nassen, was ja auch gut ist. Da fehlt dann aber dir echt so ein bisschen, ja, Feedback. Und jetzt mag natürlich wieder der ein oder andere Klugscheißer sagen, nee, Feedback im Controller gibt's nicht. Ja, weiß ich schon, natürlich gibt's kein klassisches Feedback, aber diese Vibrationen bei einem Controller können dir trotzdem ein bisschen eben doch halt Feedback geben, inwieweit du was machen kannst oder was da halt passiert mit deinem Fahrzeug. Ich meine, klar, der Controller vibriert schon so ein bisschen vor sich her, aber das ist jetzt nicht, das ist eher so fürs Feeling, nicht, dass du jetzt daraus was ziehen kannst. Und ich meine, dass das geht, also dass der Controller dir entsprechendes Feedback gibt, um darauf reagieren zu können, zeigt ja zum Beispiel ganz eindrucksvoll die Forza Horizon-Serie. Und ja, da muss ich schon sagen, also im Regen jetzt, da muss man quasi jetzt schon mehr mit Wissen fahren und mit, ja, Schauen fahren. Also man muss sehen, was das Fahrzeug macht. Aber jetzt so, dass du wirklich spürst, oh, okay, jetzt rutschig. Das ist jetzt eher nicht der Fall. Rechts 6 in links 6, Verengung 50. Links 5 in rechts 5. In links 5 kurz. Aber ja, es geht trotzdem klar, wie man eigentlich sieht. Man muss sich halt ein bisschen eingrooven. Ich meine, am Ende des Tages, wenn du WRC mit Controller spielen willst, dann wirst du ja nicht das nur 5 Minuten spielen und dann sagen, so, hat nicht direkt funktioniert, sondern es ist ja irgendwo klar, dass du dich da erstmal reinproofen musst und dann wirst du mit Controller natürlich relativ, upsala, relativ schnell ein gutes Feeling bekommen und dann natürlich auf solche Situationen entsprechend wissen, wie du reagieren musst. Und rechts 4 innen halten, links 5 nicht schneiden. In rechts 5 kurz nicht schneiden, in links 6 nicht schneiden und rechts 5 mittel, in links 6 150. Achtung, Verengung. Geht voll klar hier. In rechts 4 und links 4 80. Was halt geil ist bei diesen WRC2-Kisten, die sind rechts 4 mittel, sehr grippy im Verhältnis, weil die halt jetzt nicht so viel Leistung an den Tag bringen wie manche andere Kisten, die wir schon gefahren sind. Achtung, rechts 3 scharf schneiden bei Abzweig Mauer innen 150. Aber auf der Bremse habe ich jetzt mal richtig verkackt. Ja. Die Bremse hat halt nicht gebissen, mein Freund. Zu in links 3. In rechts 5 lang, mach zu 100. Rechts 4 Verengung und rechts 4. In links 5, Achtung, 30. Aber ja, über die Etappen müssen wir nicht reden, oder? Also das ist eigentlich so der eigentliche Star von WRC. Diese Stages sind einfach so geil, weil die halt einfach, ja, so, ja, typisch Rallye halt sind und auch so diese enge kleine Feldwegelchen, egal ob jetzt asphaltiert oder nicht. Das ist schon echt eine Challenge, hier einfach unterwegs zu sein. Rechts 4 in links, rechts 6 kurz. Wenn ihr merkt, ich laber mit dem Controller viel mehr, als wenn ich mit dem Lenkrad unterwegs bin. Es liegt aber daran, mit dem Controller bin ich aber so viel geübter. Nach wie vor. Und es ist halt so viel entspannter damit. Achtung, rechts 4 lang, 100. Achtung, links 5 in rechts 4. Achtung, mach zu, 120. Aber ja, keine Sorge, wenn ihr kein Lenkrad habt, dann geht's mit Controller auch klar. Wobei, ich bin ganz ehrlich, fürs Feeling ist es mit Lenkrad einfach 10 Millionen Mal geiler. Also, mir macht es zwar jetzt auch Spaß, aber nicht so viel Spaß, wie wenn ich mit dem Lenkrad unterwegs bin, bin ich ganz ehrlich. Das, ja, finde ich so okay, aber den wirklichen Spaß hat man mit Lenkrad. Ganz klar. So, dann machen wir doch mal hier noch was. Dann machen wir mal Abend.
Bedrohlich klingt auch cool. Ja, machen wir bedrohlich. So, bleiben wir beim Auto. Und checken das aus. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Rechts 6, kurz 80, scharf rechts, nicht schneiden, breiter 200. So, aber versuchen wir mal eine saubere Challenge, beziehungsweise Stage hier durchzuziehen. Nadel rechts, in links 1. Das heißt, mit Controller kriege ich mit der Haarnadel nicht hin, ne? Mit der Handbremse. Also gib mir gerne mal einen Tipp, wie man am besten mit der Handbremse diese Haarnadel hinbekommt. Also soll ich da noch irgendwie zusätzlich kuppeln oder? Weil, ne, das weiß ich nicht. Irgendwie, das Gefühl, ich mache das nicht so richtig. Das war gefährlich, was ich hier gemacht habe. Rechts 2 Verengung und links 4. Links 3 kurz und links 2, 80. Rechts 5, mach zu, 3 kurz, in links 300. Rechts 4, in links 3, nicht schneiden und rechts 4. In links 4, innen halten, rechts 5. In links 4 kurz und rechts 5. Und links 5, leicht schneiden, in rechts 400. Achtung, Unterbrücke, Verengung, links 5, 30. Achtung, rechts, links 2, 20. Rechts 4, schneiden, in links 3. In rechts 3 und links 4, Mittel, macht zu. Aber ich weiß nicht, ich habe auch so das Gefühl, könnte jetzt aber auch voll Placebo sein, dass ich so einen leichten Guide habe. Also das... quasi die Eingaben, die ich mit Controller mache, ein bisschen nachgeschönigt werden. Sprich, das Spiel weiß schon, was für eine Kurve kommt und wo ich ungefähr hin will. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob jetzt so, wenn ich jetzt hier so gerade lang fahre, ob wirklich das alles nur mein Zutun ist. Also dass da so ein bisschen der Controller ein bisschen auch geleitet wird, aber sagen wir es auf jeden Fall so, man kommt sehr gut und geschmeidig durch, wie man sieht. In links 3 und rechts 4. In links 6 leicht schneiden. Bremsen, links 3, 30. Rechts 4 schneiden, in links 6. Ich würde natürlich gerne jetzt auch die nächste Etappe mal in der Außensicht probieren, weil ich denke mal, es wird auch einige geben, die gerne die Third Person haben wollen, so ein bisschen mehr diesen Arcade-Style haben wollen. Dann können wir auch mal gucken, ob das überhaupt geht. Für mich ist halt so ein Rally-Spiel natürlich in der Cockpit-Sicht angenehmer oder eine Dash-Sicht, die ist natürlich auch ganz geil. Boah, das war jetzt zu eng, verdammt. Nein, jetzt bleib ich da hängen. Ah, das gibt's doch nicht. Bin ich so gut hier durchgekommen und dann mache ich so einen dummen Fehler. Ich zu eng gefahren bin. Links 3, Verengung, Mittel. In links 5 kurz und rechts 2, 30. Rechts 3, in links 4, macht zu. In rechts 3. Und rechts 3, 50. Links 3. Rechts 3 kurz, innen halten, links 3 und rechts 2 verengen und links 2 leicht schneiden. Was gedacht? Ist aber auch eine geile Rallye, ne? Rechts 2 nicht schneiden. Muss ich mal ganz klar sagen. Und links 5 Verengung in rechts 3 und links 4 schneiden. Asphaltrallye, aber die halt auch trotzdem so ihre engen Passagen hat, so, das gefällt mir schon ganz geil. Ja, ey, Mensch. Dumme Fehler gemacht, aber ja, macht schon Bock. Also wie gesagt, lass mal auf jeden Fall jetzt probieren, lass mal probieren hier, boah, die ist lang, oder? Ne, 7 geht noch, da ist noch eine mit 19, komm, boah, Alter, die ist ja crazy, die machen wir, wollen wir die hier machen? Ne, machen wir jetzt, ja, machen wir mal die, wie gesagt, probieren wir das mal in der Außensicht,
Würde mich einfach mal interessieren, ob das damit auch geht, für diejenigen, die gerne der Third Person spielen, ob die überhaupt was taugt. Muss natürlich erstmal gucken, wo die Third Person ist, ehrlich gesagt. 5, 4, 3, 2, 1, wir sind unterwegs. Die sind ein bisschen arg weit, machen wir die hier, ne? In rechts 5 lang, mach zu. Ja, Soundkulisse ist auf jeden Fall schon mal spektakulärer. Ja, Hallika. Ja, ich würde sagen, das muss man schon wollen. Falsche Richtung. Ja, ich weiß, ich muss sie aber hier irgendwie versuchen zu wenden, ne? Links 34. Rechts 4 in links 5. Problem ist halt, dass die Fahrzeuge sehr kopflastig sind. Rechts 5. In links 4 macht und zu und rechts 4 macht auf Verengung. Die Kamera entsprechend eher so nur so hinterher. Links ja, weiß nicht. Rechts 4 macht zu. Also die Kamera fliegt halt so gefühlt nur hinterher, aber die Kamera ist nicht so direkt am Auto gebunden. Und das macht es, finde ich, schwierig. Achtung, Scharfbremsen, Haarnadel links schneiden, 30. Also ich finde die Third Person jetzt zum Mitfahren nicht so geil, muss ich sagen. Aber die weite Sicht, aber die ist genauso. Man hat halt mehr Übersicht, aber... Boah, das muss man wollen, glaube ich. Also ich würde es nicht empfehlen. Nicht wegen dem Feeling, also das ist ja okay, das kann man ja schon so machen. Aber ja, man kann sich an alles gewöhnen, aber ich würde euch schon empfehlen, einen der anderen Kameras zu fahren. Also wirklich mit Cockpit, mit der Dashcam. Die wäre eigentlich auch meine favorisierte Kamera, muss ich ehrlich sagen. Auch mit Lenkrad eigentlich. Und links rechts 6 in rechts 5 kurz. Weil du einfach super Übersicht hast, super Feeling. Geschwindigkeitsgefühl ist auch gut. Mittig halten, über Kuppel, Sprung 5. Das ist jetzt die Motorhauben. Links 5 kurz. Finde ich auch gut. Weil sie kann man auch ganz gut nehmen, finde ich. In rechts 4 leicht schneiden. Und rechts 3 nicht schneiden, bremsen in scharf links. Das wäre jetzt hier. Kühlergrill-Sicht, sag ich jetzt mal. Das muss man halt ja auch mögen. Gibt auf jeden Fall ein gutes Geschwindigkeitsgefühl, weil man so tief ist, aber Übersicht geht halt flöten. Oh, uns Auto ist ein bisschen breiter als die Kamera. Ja, also ich glaube, die Kamera wäre so mein Favorit. Also auch mit Lenkrad wäre das war mein Favorit. Ich habe jetzt in der letzten Video die nicht verwendet, weil ich euch so ein bisschen auch den Lenkinput mitgeben wollen oder wollte. Aber lasst mich mal wissen in den Kommentaren mal ganz allgemein gesprochen, ob ich in Zukunft die Kamera hier verwenden soll. Also auch mit Lenkrad, auch wenn euch der Lenkinput vielleicht ein bisschen fehlt. Aber so vom Feeling her, glaube ich, ist das doch ganz geil, oder? Achtung, scharf bremsen, rechts 3 leicht schneiden, in links 4 kurz schneiden, 30. Und links 2 kurz schneiden, 100. Achtung, links rechts 2 in rechts voll. Und links 2 leicht schneiden, Verengung in rechts 2 nicht schneiden. Achtung, scharf links breiter, 80. Links voll, in rechts 5 lang, macht zu. Und links 6, über Kuppel mittig halten, 50. Rechts 5. Und rechts 5 sehr lang. Links 6 in Sprung bei Abzweig. Das war eine geile Rallye, Kroatien. Rechts 5 leicht schneiden, in links 5 macht zu. Und rechts 6 nicht schneiden, in links 5 leicht schneiden. Oh! Ich guck als neben raus. Ich habe jetzt gerade wenig so auf das Dorf da hinten geguckt, weil ich es gerade so interessant fand, ey. So dumm. Tut mir so leid. Sightseeing werden ready fahren? Ja, eher nicht so. Nicht so zu empfehlen. Achtung, scharf bremsen, sehr eng, links 3 kurz, in rechts 1 lang. Links 3 macht zu, in rechts 4 Verengung 100. Links 5 kurz 50, links 4 innen halten, rechts 5 in links 5 kurz 100. Über Kuppe umgeben.
Rechts 5, kurz, leicht schneiden, Haus innen. Und rechts 5, links 6, macht zu, in rechts 5, kurz, leicht schneiden. Links 5, kurz, in rechts 6 und Ziel. Was für eine coole Etappe, bitte. Finde ich geil. Ja, komm, dann lass noch auf jeden Fall diese lange Etappe durchziehen. Hätte ich gesagt. So. Ja, hier oder die um. Ja, egal, machen wir mal. Mittag. Haben wir Morgendämmerung, oder? Bisschen bewölkt, darf sein. Let's go. Okay, nochmal Konzentration. Versuchen wir mal mit dem Controller hier eine ordentliche Etappe hinzubekommen. Die habe ich zwar vorher schon gesagt, glaube ich, habe es dann trotzdem nicht geschafft. Werde ich wahrscheinlich wieder nicht schaffen, aber man muss es ja mal vornehmen, nicht wahr? So, okay. Let's Fünf, go. 4, 3, 2, 1. Los. Feuerwerk! 30, rechts 3, mach zu, scharf bremsen, scharf rechts. In links voll, 150. Rechts 4 macht zu, leicht schneiden, in links 3 leicht schneiden und rechts 2 leicht schneiden. In Bodenwellen links 4 Verengung und links 4 kurz. Und rechts 5 leicht schneiden, in links 6 80. Links 3 100. Ey, das ist krass. Okay, ich weiß auch, was ich jetzt falsch gemacht habe. Ach komm. Also am Anfang passiert, können wir das mal machen. 2, 1, los! 30, rechts 3, macht zu, scharf bremsen, scharf rechts, in links voll, 150. So, das ist auch nicht so gut. Rechts 4, macht zu, leicht schneiden, in links 3, leicht schneiden und rechts 2, leicht schneiden. Zwar bin ich jetzt zu sehr quasi in den Dreckgraben gefahren und das hat zwar komplett ausgehebelt. Ich meine, klar, wir fahren jetzt halt natürlich nicht mit Reifen, die für Schotter oder so ausgelegt sind, sondern eher für den Asphalt. Da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Links 4 leicht schneiden, in rechts links 5 leicht schneiden, 100. Rechts 5 lang. In links 5 kurz und links 6 kurz und eben. Ja, aber es passiert mir genau der gleiche Fehler nochmal. Krass, das ist gar nicht so einfach. Ich muss mal überlegen, ob ich noch vielleicht mal links breiter 100. Mal die Sicht nehmen hier. Noch ein bisschen mehr in Mitte des Autos sitzt und nicht ganz so weit so vorne. Rechts 6 in links 6 Verengung 50. Links 5 in rechts 5. In links 5 kurz. In rechts 5 lang. Und links 5 kurz. In rechts 2 lang. Und links 3 macht zu Mittel. Und links 4 nicht schneiden macht auf. Also ich bin ganz ehrlich, in manchen Extremsituationen ist es mit dem Lenkrad geiler. Man muss halt einfach auch dazu sagen, mit dem Lenkrad hast du halt einfach vors Feedback. Also du kriegst halt wirklich Feedback vom Fahrzeug. Das fehlt halt einfach beim Controller komplett. Man muss es so ein bisschen erahnen, was passiert. Man muss von dem, was man sieht, ein bisschen gucken, wie man darauf reagiert. Rechts 4 Mittel 300. Aber es geht klar mit Controller, ne? Ich denke mal, das ist schon zu sehen. Man muss halt schon auch wirklich sich da erstmal drauf einlassen und es wollen. Rechts 3 scharf schneiden bei Abzweig Mauer innen 150. Verengung rechts 4 macht zu in links 3. In rechts 5 lang macht zu 100. Rechts 4 Verengung und rechts 4. In links 5, Achtung, 30. Links 3, Überbrücke, Verengung. Rechts 6, macht zu 4, kurz 30. Links 4, nicht schneiden, lang. Rechts 4, in links, rechts 6, kurz. Links 3, 200.
Meter lang, 100. Achtung, links 5, in rechts 4. Achtung, macht zu, 120. Links 4, in rechts 4, macht zu. Links 4, macht zu. In rechts 4, macht zu, in links 2 lang. In rechts 3, in links 4, schneiden. Das war ein bisschen zu schnell. Muss auch, wenn man ans Limit geht, muss man auch natürlich hier absolut konzentriert bleiben. In links 6 schneiden und Achtung, scharf links, scharf schneiden. In links 5, in rechts 5, Verengung 100. Ah, dieses durchdrehende Räder, ey. Nervig. Links 5 uneben, in rechts 6 kurz 80. Scharf rechts nicht schneiden, breiter 200. Wow. Da hat er einfach keinen Grip gehabt. Da hat er einfach keinen Grip gehabt. Links halten, scharf bremsen, Haarnadel rechts, in links 1. In rechts 5 macht zu, in links 4 kurz. In rechts 5 macht zu, in links 4 macht auf, nicht schneiden. In links 4 und rechts 3. In rechts 3 und links 4 macht zu, 20. Ah, wieder auf den Dreck gekommen und jetzt hänge ich im Ding fest. Links 3. In rechts 5 schneiden, in links 4 mittel, 50. Rechts 2 Verengung und links 4. Ah. In links 3 kurz und links 2, 80. Rechts 5, macht zu, 3 kurz, in links 3, 100. Rechts 4, in links 3, nicht schneiden und rechts 4. In links 4, innen halten, rechts 5. In links 4 kurz und rechts 5. Und links 5, leicht schneiden, in rechts 4, 100. Ah, ja, jetzt schaukelt sie es gerade hoch, aber ich überlebe es. Ah, keine Ahnung wie, aber ich habe es überlebt. Ja, das habe ich jetzt gedacht. Ja, mir auch. Das habe ich jetzt gedacht, jetzt wollte ich es unbedingt so schön durch Brücke unten durchfahren, so wie ich es vorher geschafft habe. Das hat diesmal allerdings nicht geklappt, weil ich einfach ein bisschen zu viel wollte. Ach, also man muss schon ultra konzentriert bleiben, was mir jetzt leider nicht immer so gelingt. Aber es wäre ja auch langweilig, wenn es zu einfach wäre. Gerade das macht ja das Rallye-Fahren so aus, diese Challenge, dieses wie viel Risiko kann ich gehen, wie gut kann ich es managen. Überkuppe links 5 kurz, 250. Scharf bremsen, scharf rechts schneiden und rechts 4 in links 4. In rechts 4 in links 3 schneiden und rechts 4 in rechts 4. In links 3 schneiden und rechts 4. In links 6 leicht schneiden. Das ist eklig hier durchzufahren, aber auch ohne das Feedback und die Mikrokorrekturen, die man dann nicht machen kann. Rechts 4 schneiden in links 6. Rechts 5 mittel. In links 2 nicht schneiden, 80. Achtung, links 5 bremsen, in rechts 2 lang, Überbrücke 200. Links 1 mittel, 150. Verengung mittel, in links 5 kurz und rechts 2, 30. Rechts 3, in links 4 macht zu. In rechts 3. Also diese langen Etappen sind schon echt krass. Und die sind schon 3, richtig. 50. Da brennen einem echt die Augen, wenn man die ganze Zeit konzentriert auf dem Monitor startet. Und rechts 2 Verengung und links 2 leicht schneiden. Rechts 2 nicht schneiden und rechts 5. Und links 5 Verengung in rechts 3.
und links 4 schneiden, in rechts 5 und über Kuppe rechts 4. Blödsinn, was ich hier mache. Ha! Come on! Links nicht schneiden, 80. Ja, er sagt nicht schneiden, ich versuch's trotzdem. Aber mal fetter Fels im Weg. Okay, in Aufhängung hat Blutschaden gefressen. Links 5 schneiden, in rechts 5 lang, mach zu. Und links 5 mach zu, 100. In rechts 4 Verengung, 100. Oh, das war schlecht. Ah, weißt du, ich sehe es schon kommen, dass es nicht funktioniert und... Ja, okay, das war's. RIP. Da hängen sie im Graben fest. Und weiter. Links 4, 30. Aber wisst ihr was, Leute? Ich mach, glaube ich, hier mal Schluss, weil groß viel mehr Spannenderes gibt's, glaube ich, hier nicht mehr zu sagen und zu sehen. Und ja, mit Lenkrad macht's einfach mehr Fun, deswegen breche ich das hier mal einfach so ab. Wie gesagt, für diejenigen, die es noch wissen wollen, wie es mit dem PS5-Controller ist, können ja mal nachfragen, dann würde ich da vielleicht nochmal ein Video nachschieben. Sofern sich das lohnt halt mit jedem Controller. Aber ansonsten sehen wir uns in den kommenden Folgen wieder mit Lenkrad und dann schauen wir mal, was wir da Cooles machen können. Vielleicht gibt es ja schon was aus den Kommentaren, einen Vorschlag, eine Kombination, wo ich sage, jawohl, geil, das setze ich doch direkt mal um. So oder so, wenn es dir gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen, gerne Feedback auch in den Kommentaren. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bis dann. Ciao.